Runde und wir spielen Seven Days to Die. Wundert euch nicht, dass ich jetzt im Augenblick alleine bin. Der Heinrich wird definitiv noch rauskommen. Wir haben darauf gewartet, dass der Server startet. Sie kam da nicht. Ich dachte mir, ich probiere es einfach mal aus. Hopp, bin ich drauf gekommen. Und Herr Heinrich, der macht gerade wieder sein mit seinen Warships ein bisschen was zu reißen. Und dann dazu, sobald seine Runde vorbei ist. Jo, was steht an? Es ist Tag 14. Unsere Verteidigung ist noch nicht so weit, wie sie sein sollte. Mit anderen Worten, heute steht ein Verteidigungsspezial Nummer 2 an. Jo, es ist jetzt rund 4 Uhr morgens. Wir müssen noch draußen Bäume hacken, Fallen bauen. Der Graben muss noch weiter ausgehoben werden. Ich werde erstmal mit den Bäumen anfangen, denn letzten Endes sind jetzt die Stacheln doch das Wichtigste. Der Graben wäre super, wenn er fertig wird. Aber solange Heinrich hier noch nicht zu uns stößt, möchte ich ungern mit dem Graben losgehen. Genau. Ich sehe gerade, mein Essen ist nicht so toll. Meine Pflanzungen machen sich aber schon. Schön, schön, schön. Das Haus ist schön erleuchtet, wie man sieht. Und mir fällt gerade auf, dass ich total nicht dran bin, hier den Alleinunterhalter zu spielen. So erstaunlich, wie das der liebe Heinrich immer so tut. Jo. Gucken wir mal, was ein bisschen heller ist. Ich habe hier ja noch ein bisschen Heidelbeersamen. Und hier, da ist das Cotton Baumwollsamen, die ich noch pflanzen möchte. Ja, und ich bin gerade am Überlegen, ob ich diese Allee hier so stehen lasse. Jetzt sind nämlich die Bäume so schön groß und das sieht eigentlich ganz nett aus. Dann mache ich, glaube ich, lieber hier die kleinen Bäumchen weg, die hier bei meinem Feld gepflanzt wurden. Beziehungsweise ich habe ja mein Feld da angelegt, als die Bäume da geplant waren. Oh mein Gott, nein! Ah! Ich habe meine Mushrooms gehauen. Ah. Gott sei Dank habe ich die Sachen zurückbekommen. Halleluja. Mann, Mann. Ist das alles aufregend. So, es sieht uns aus, als ob der Heinrich seinen Warship ist. Das heißt, ich vermute, er kommt gleich zu uns. Wo ist denn hier der Stamm? Da ist ein Stamm. Und ja, mal gucken, wie wir das denn machen. Wer auch immer unten in der Ecke lag. Baumwolle. Zack. Es wird. Es wird. So, Hackerbäumchen geht weiter. Die kann man ja hier stehen lassen. Die sind weit genug von meinem Feld weg. Hier sind große Bäume. Upsala. Loch im Boden. Schauen, dass der liebe Heinrich hier gleich zurücklöst. Juhu! Sein Hauptmenü startet. Die Spannung steigt. Währenddessen ist schon mal ein Spike-Chips machen. Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Moin Heinrich.
Ihr seht jetzt das erste Mal den Ladebildschirm. Yeah! Waiting for Server. Amazing. Ja, also der Server ist echt frech, ne? Also der braucht manchmal 15 Minuten, bis er mal gestartet ist. Und ja, die Anzeige, die Web-Anzeige, die webbasierte Anzeige hat noch nicht funktioniert. Die hat die ganze Zeit 0% gezeigt. Mathilde war so klug und hat einfach mal versucht draufzukommen. Und ich habe in der Zeit World of Warships gespielt. Leider nicht erfolgreich. Genau. Meine Bismarck ist untergegangen. Oh. Historisch korrekt. War auch das Spiel, also der Kampf historisch korrekt, das kann ich dann doch zu bezweifeln, oder? Nee, der Kampf eher nicht. Ich kämpfe nicht mit amerikanischen, britischen und japanischen Schiffen zusammen, also... Wie spät haben wir es denn? Tut es denn? Es ist 6.27 Uhr. Wir haben nicht so viel verpasst. Die Folge heißt ja Verteidigung Spezial 2, würde ich sagen, ne? Oh, ich... Ja, irgendwie sowas. Hast du Boots und gefunden, ja. Sowas habe ich noch gar nicht. Dann nehme ich mir mal die Mach mal. Mir wird immer in dem so kalt, deswegen habe ich die jetzt nicht abgezogen. Achso, ne, ich teste es einfach mal, nur die Schuhe. Och, ist das schön hier. Du machst Hacke-Peter? Ich mach gerade Hacke-Peter. Gut, dann mache ich den Graben später. Nein. Dann mach mal. Ich habe relativ viel gegrillte Hacke-Peter einfach gemacht. Was habe ich dabei? Zack. Du musst dran denken, diesmal Discord zu benutzen. Was, was? Benutzt den. Mach ich doch. Ich bin gerade reingegangen. Ja, aber wir haben es nicht immer auf die Karte. Ja. Gut, dann drücke ich jetzt mal. Technische Probleme hier, Mensch. Ich glaube, das sind eher Anwenderprobleme. Das kann sein, ja. Scheiß gedrückt halten. Achso, ich denke, du bist einmal rum. Nein, ich bin noch nicht einmal rum. Du bist noch nicht einmal rum. Oh, nein. Vorne fehlt noch. Da kann ich nicht nur mal die Stacheln loswerden, die ich ja gerade. Ich habe auch schon wieder 58 Stacheln. Habe ich auch schon wieder. Die lassen wir nochmal frei. Die sind zwischendurch marschiert, die Schweine. Ich weiß ja nicht, wie viele wir auch für den Schaden brauchen. Viele. Sind wir aber was schon rum, oder? Mit dem Graben? Weil mit nein, den Stacheln? Nein, ja. Ja gut, hier vorne, hier, jetzt weiß ich, warum ich noch so viel hatte. Hier fehlt, sage ich mal, so die zweite Phase an der Wand. Da bin ich gerade dabei, aber dann sind wir quasi einmal um das Gebäude fertig rum mit Stacheln. Sehr gut. Auf zweier Ebene. Sehr gut. Und dann hätte ich dann halt liebend gern in den... Ja... Mindestens eine Reihe können wir ja erstmal versuchen, eine Reihe in den Gräben dann reinzukriegen. Ja. Damit die nicht so schnell aus den Gräben wieder rauskommen.
Doppelreihe können wir dann später machen. Eine Reihe wird ja auch schon Hammer sein. Apropos, hier ist doch schon ja eine. Was ist denn da reingelaufen? Du dumme Truller. Musst du denn gleich in die Stacheln reinlaufen? Hm? Dumme Kuh. Kreischerin. Aber naja, tot ist tot. Und sonst habe ich was verpasst in der Zeit, als ich weg war. Nö, es war sehr ruhig. Es kamen keine Zombies hier an. Boah. Das war schön. Sonne scheint, alles gut. Ich habe hier ein bisschen gehackt. Ich gute jetzt so ein bisschen die Bäume. Jetzt, da die Bäume in unserer Allee etwas größer geworden sind, kann man da ja ganz gut durchfahren. Und da fand ich das eigentlich doch ganz nett. Vielleicht doch lassen. Ja, ich denke mir, das wächst nach. Also, ich hacke da, wo was ist, und wenn wir was, wenn es weg ist, ist weg, dann wächst wieder nach, mein Gott. Ja, ich wollte nur die bei alle nicht weghauen, weil wenn die nachwachsen, dann sind die wieder über dem Weg. Ja, darum werde ich sie, wenn ich sie abhacke und neue Pflanze weiter weg pflanzen. Das ist echt toll, dass man jetzt Lehm einfach beim Graben bekommt. Ja, dass man den nicht mehr hast du... Bist noch hier unten irgendwo, ne? Achso, na gut. Dann hast du... Ja, wegen Eisen. Ob, ich wollte nur fragen, ob du was dabei hast. Ich habe geschmiedetes Eisen. Ja, Chlor. Nein. Geschmiedetes Eisen habe ich nicht dabei. Aber da muss ich gleich mal reingehen. Ich benutze noch mal eine alte Schaufel hier, die mache ich dann gleich kaputt. Ah, muss ich dir mal eine neue geben? Ich habe ja noch eine Zweier, eine Vierer wäre geil, ja. Ja, muss ich dir. Jetzt kann ich dir auch erstmal meine. Wenn du eine hast, oder Gewehr? Ja, ich schlepp die gerade mit mir rum. Bring ich die gleich mal zu dir runter und. Weil ich diesen Baum hier umgedreht habe. Hab jetzt nämlich schon wieder überhaupt. Was ist denn das? Was ist denn das? Kommt was, kommt was, kommt was. Ja. Ah, ich treffe die blöde Kuh aber nicht. Mr. Knüppel-Time! Und ich bin auch nicht da. Achso, wir sind doch kein Team, ne? Stimmt. Hab dich schon mal eingeladen, weil ich weiß gar nicht, wo du bist. Da ist der Heinrich, da ist der Heinrich. Ach, da bist du. Hoppa, hallo Heinrich. Du hast einen grünen Bogen. Ja. Wieso hast du einen grünen Bogen? Weil ich die Farbe grün gefunden habe letztes Mal schon. Nimm die Schaufel. Ah ja, da war ja was. Was denn? Hey! Hey, Johnny, bleib mal hier. Hey, komm mal her, du kleiner Kevin. Hey, Kreischerin hintereinander. Einfach mal die Fresse halten. Ja, der Graben ist noch nicht fertig, ne? Die laufen drumrum, die Schweine. So, jetzt erstmal gucken, wo kommt denn. Die haben noch, kriegen noch bestimmt ein paar Stärkung, oder?
Ich sehe nur noch einen Gasmaskentyp. Es scheint das wohl ein bisschen buggy zu sein, dass sie nicht mehr so viele Leute ranholt. Das gefällt. Nö, das finde ich absolut nicht schlimm. Dann damit kann ich leben, das ist kein Problem. Da gibt's schlimmere Bugs. Ah, es frech finde, wenn genau zu Hause ist, dass die hier vorbeikommen. Ja. Unangemeldet. Jo. Und, ja. Dann kommen jetzt Stacheln in den Graben. Ah, jetzt nicht unbedingt da, wo ich bin, aber danke. Okay, weg, du doofes Gras. Ausdauer. Ah, hier der Weg, der hält gar nichts aus hier mit dem Sand und den Steinen. Und wie weit kommst du mit den Stacheln? Ja, fast rum. Ist ja krass. Schneller als ich dachte. Ich hab ja noch ein paar am Haus aufgestellt. So. Dann geh ich wieder. Also ich würde sagen, wenn du einmal rum bist mit den Stacheln, also das Einserfeld, ja. Ich glaube so ein Zweierfeld müssen wir jetzt noch nicht unbedingt fertig bauen, aber da könnte man vielleicht... Ja, ich würde aber das Stacheldraht erstmal so an den Ecken machen, nicht komplett, weißt du? Weil wir werden das komplett nicht schaffen. Früher war es ja immer so, dass sie meistens in den Ecken hängen geblieben sind. Ah, wenn du jetzt nur eine Seite machst, bringt es nichts. Entweder machst du es irgendwie Ecken oder nur so alle 5 Meter oder so, weißt du? Die laufen zwar dran vorbei, aber dann wissen wir das, weißt du? Dann können wir so ein kleines engen Bereich schaffen, wo wir mit dem Bogen easier oder leichter drauf schießen können. Schon wieder kaputt. Hey. So ein bisschen graben. Stell dich nicht so an. Trink doch mal was. Ich wäre schon längst fertig. Nächstes nicht mir noch einen Bagger bestellt. Und das baggern lassen.
Obwohl, Bagger selber fahren macht bestimmt Spaß. Der Traum eines jeden Mal. Bagger! Ja, das ist hier. Ich mache hier. Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen im Bagger-Simulator im Mittelalter. Da, da hat man nur Schaufel, Manpower. Ist das nicht spannend? Graben für Graben. So könnte es auch im Ersten Weltkrieg ausgesehen haben. Einfach Spaten in der Hand, Schützengräben ausheben. Ich finde das spannend. Und schon wieder keine Power. Ah, Kreischerin. Na gut, die zerklopp ich mal. Ja, zerklopp die mal. Das ist eine sehr gute Idee. Hallo, Mr. Bass. Das ist eine Kreischerin. Hallo, Kreischerin. Das ist Mr. Bass. Oh. Nee. Ich... Zahl! Es kommen drei Kreischerinnen noch. Und andere Zombies. Hund von links. Finde ich echt scheiße. Ich habe dreimal geschlagen. Ich kann doch nicht dreimal daneben schlagen. Das geht doch gar nicht. Den Kram muss ich aber auch noch tiefer machen, ne? Ja, ich bin noch gar nicht fertig. Ich musste ja gerade mein Leben opfern. Und ich bin heiß. Warum bin ich denn jetzt auch immer heiß? Weil ich wahrscheinlich krank bin oder infiziert bin. Irgend so ein Eisen ist so eine gute Idee zum Reparieren. Haben wir noch Eisen?
will jetzt nicht geschmiedetes Eisen, sondern Eisen. 1000 nochmal für dich. In der Schmiede, aber nicht in der Schmelze, sage ich mal, ne? Supi-tupi, danke schön. Boah, ich fress mich jetzt so nach und nach hoch. Hey, vor der blutroten Nacht schon halb tot. Tja, dann darfst du nicht runterfallen, ne? Nee. Das wird definitiv passieren. Ich falle auch immer runter, weißt du doch. Aber mit dem Buddel bin ich ja gleich fertig. Ist ja nur noch hier der äußere, nur noch die Ecke hier, ein bisschen tief. Und dann ist fertig. Und dann sind wir mit dem Graben einmal durch. Ja. Ich pflanze hier gerade einen ganzen Wald, ey. So. Warte mal, ich habe doch schon wieder was gehört. Schmierende Kreistante. Na, wolltest du gerade schreien? Habe ich dir den Hals getroffen oder was? Ja, die sind welche gespawnt, glaube ich. Ich habe nur irgendwo gehört, dass sie irgendwas kaputt gemacht haben. Bist du auf der anderen Seite des Hauses oder hinten irgendwo beim Holzhacken? Ich bin am Holzhacken, aber ich bin recht weit weg. Ich habe nur gehört, dass irgendwas in die Spitzen reingelaufen ist. Ja, ich glaube da hinten. Ist aber schon tot. Gut, haben wir das auch geklärt. Wenn ich schon mal zu meiner Grabungsstelle gehe, kann ich ja nebenbei ein bisschen Gras weghauen. Böses Gras, geh weg, du Gras. Nieder mit euch, Gras. Ich hasse Gras. Weg, weg, weg. Das ist diesmal ein Versicherungsverfolg. Erkennt man an, ja, ist aufgepasst. So. Da sehe ich noch ein paar. Ah nein, das sind keine Versicherungsverkäufer. Das sind Zeugen Jehovas. Hallo. 3 Stück von euch, ja. Klingelt auch nicht bei den Nachbarn. Nein, die Bibel brauche ich nicht. Und ihr braucht mir auch nichts erzählen. Nein, nein. In der Offenbarung des Johannes jedes Mal das Wort Tier. Ja, kann ich nicht mehr. Die sind jetzt leider nach Hause gegangen. Schade. Nächstes Mal, wenn sie kommen, versuche ich dran zu denken. Na, also immer Bier statt Tier. So, jetzt wird Holz gehackt.
Hier bin ich übrigens gerade so. Stacheln habe ich genug, ich habe noch. Könnte für die Ecke reichen hier. Sollte. Und ich hacke mich gerade Richtung des letzten Bobs. Ja, ein bisschen Holz kann ich auch gebrauchen. So ist es ja nicht. Ah, hier ist eine Kreisschante. Komm mal her. Steine müssten wir ja eigentlich genug haben. Jo. So, da ist die Loot. Ah, die spawnen sogar in der Basis, die Schweine. Und die Kreisschante hat sie halt ange... Die haben hier schon eine Stachel kaputt gemacht. Also zwei Zombies machen so circa eine Stachel, einen Stachel kaputt. Ja, wissen wir schon ungefähr, wenn wir vier Stachel, zwei Stachel nebeneinander haben und die durchlaufen, dann sterben circa vier Zombies. Bis sie durch sind. Ich habe gleich übrigens schon über 100 Stacheldraht. Ja, super. Ich suche mir jetzt Bäumchen. Aber das denn hier, Mensch? Donner hat hier nichts zu donnern, das ist ja laut. Pfeile könnte ich, glaube ich, auch noch ein bisschen gebrauchen. Oh ja. Weil mach das mal, wenn die Stacheln nicht reichen, dann müssen wir noch schnell welche bauen. Jetzt verstehe ich, mir ist nicht zu... Ja, Katze. Ja, pennt hier, wenn sie wach wird, und dann muss sie wissen, wie ihre Menschen sind. Dann miaut sie ab und an. Ja, jetzt pennt sie. Letzter Baum für heute. Ich habe ja noch so ein Erste-Hilfe-Koffer-Symbol. Ah. Wenig Heilung, also wahrscheinlich hat Heilung weniger Wirkung auf mich. Your maximum heals is low. Hm. Doch, wir haben First Aid Kit. Dann werde ich das benutzen. Bei voller blutroten Nacht möchte ich lieber viele Lebenspunkte haben statt nur 60. Also auf der Außenseite oder auf der Innenseite? Außenseite, würde ich sagen. Oh, ja. So. Ich platziere die jetzt einfach hier in der Reihe, so.
werden wir uns in der nächsten Folge zur zweiten Blutnacht wiedersehen. Bis dahin würde ich sagen, macht es gut. Abonnieren, liken, etc. Ihr kennt es ja. Bis dahin, macht's gut. Ciao.